Hältst du die mal? Dann kann ich die mal einrollen. Ja. Warte mal. Sonst ist das. Ne. Überleg mal hier, unsere Glückzahlen. Und was hat uns das gebracht? Ne. Hier haben wir schon Pech mit gehabt. Und wenn du dann bedenkst, mit unserem Manager, der Yoshi hier vermarkten wollte, der uns jetzt vorm Gericht gezogen hat und uns richtig. Ja, der wollte von vornherein doch nicht die Bücher vermarkten. Der wollte nur unser Grundstück, ja. Das habe ich dir immer gesagt. Ja. Naja, das hat er ja auch angedeutet. Er hat ja gefragt, ja, wie viel Wert das hat. Genau. Und wir sind zu blöde gewesen und erzählen ihm, was das Wert hat. Eines Tages ging bei uns das Telefon. Mein Mann hat noch gearbeitet und ich ging dann ran und er meldete er sich am Telefon. Und gab sich gleich als Manager aus und er würde hier unser Projekt Yoshi, also den Esel da, ne, vermarkten wollen und ob der Männe da ist. Ich sag, nein, mein Mann arbeitet noch. Sie müssen zum späteren Zeitpunkt anrufen. So, dann kam mein Mann und dann sagte ich, du, hör mal zu, ne, Achim, da hat eben so ein Spinner angerufen, der hat sich als Manager ausgegeben. So wie ich das schon gesagt habe, klingelte das Telefon. Da war er dran. Und dann bin ich ans Telefon gegangen und dann sagte er, ja, hier ist der Herr W., ich möchte euch gerne managen, ich habe euch im Fernsehen gesehen. Wir machen das so, denn wenn du damit einverstanden bist, 40% bekommt der Herr W. und 60% wir. Nein, du hast keine Kosten, 60% für dich, 40% für mich. Ist das in Ordnung? Das wäre in Ordnung. Unsere Hoffnung war natürlich groß, denn wir hatten ja mit unserem Buch Projekt Yoshi und mit dem Geld kam die Tränen kaum Erfolg. Und daraufhin haben wir dann sehr viel Erwartung reingesteckt in diesem Projekt und haben gedacht, okay, endlich, ist wie ein Sechser im Lotto. Ne, da kommt jetzt einer, der will dich managen, endlich kommst du aus dieser Scheiße raus und verdienst wieder richtig Kohle. Nein, du hast keine Kosten, 60% für dich, 40% für mich. Ist das in Ordnung? Das wäre in Ordnung. Herr Bubert, das ist der Arbeitsvertrag mit Herrn W. Das ist der Arbeitsvertrag mit um Herrn den W. Es, um den es geht. Wenn wir da mal reinschauen, danach ist hier vereinbart worden, ein Monatslohn von 20.000 Euro brutto. Und der Vertrag läuft über 2 Jahre. Dadurch kommt dieses unheimliche Volumen. Das sind ja im Jahr 240.000 Euro, bei 2 Jahren 480.000. Und dann hat er hier eine Klausel eingebaut, bei Aufhebung des Vertrages, gleich aus welchen Gründen, zahlt der Arbeitgeber, also Sie beide, dem Arbeitnehmer eine unwiderruflich einmalige Abstandssumme in Höhe von 250.000 Euro. Mhm. Also so einen Vertrag habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Und das hat mir Herrn W. auch gesagt. Und Herr W. hat gesagt, das ist ja nur pro forma. So, Frau Bubert, da sind wir ja jetzt Partner. Der Mann muss gestoppt werden. Der bringt alle Menschen in Unglück rein. Es gibt ja auch mittlerweile eine Auskunft, die uns vorliegt, nämlich von der Kreditreform. Und danach hat der Herr W. schon dreimal die eidesstattliche Versicherung abgegeben. Vorher hat man immer gesagt, die Finger gehoben. Mhm. Zuletzt noch am 8. Dezember letzten Jahres, also nach Abschluss dieses Vertrages, hat er dann nochmal die Finger gehoben, weil er selbst mehrere Gläubiger hat. Wenn wir dann ein bisschen weiterschauen, wir haben ja auch an seiner Wohnanschrift ermittelt, wo er jedenfalls vorgibt zu wohnen. Das steht ja auch in der Klageschrift. Und da haben wir vor Ort geschaut. Da gibt es dann auch einen Briefkasten. Da steht auch tatsächlich der Name des Herrn W. dran. Aber das ganze Haus steht völlig leer, ist unbewohnt. Vergesst dann bitte meine Immobilien bitte nicht zu fotografieren noch, Herr Generaldirektor. Ach, das hatte ich schon lange alles. Was hast du denn gedacht? Oder meinst du? Ja. Ja. Also es spricht alles dafür, dass Herr W. hier die Gutgläubigkeit einer netten, sympathischen Familie mit 2 Kindern ausgenutzt hat. Und die Folgen für Familie Bubert, die sind katastrophal. Die Konten sind lahmgelegt. Es gibt kaum noch Nachschub für den Angelladen an Ware, weil man die einfach nicht mehr bezahlen kann. Und es droht natürlich auch noch eine weitere Vollstreckung in das Vermögen. Und die Familie Bubert ist natürlich vor diesem Hintergrund momentan wirklich am Ende. Sie sagte mir ja, Haftbefehl, schön und gut, aber am 23. ist ja sowieso schon die Verhandlung.
das wird ja sowieso nichts. Was wird nichts? Mit dem Haftbefehl denn. Was wird nichts mit dem Haftbefehl? Bis zum 23. Du meinst, wie schnell das geht? Der Haftbefehl wird jetzt noch vor Weihnachten ausgestellt. Ne. Ja, du, das geht rucki zucki geht das. Darum sag ich ja, hör mal, ich hab damit keine Probleme. Ich sag dir nur eins, wenn du dich jetzt wirklich einigen willst, noch ist das in Ordnung, wie gesagt. Also an mir soll das nicht liegen, wie gesagt. So, das sind 10.000 Euro sind das, ja, so geht das. Sag ja. Ja, die Anwälte, meine Anwälte werden das dann nach einem rechtskräftigen Urteil, wird mein Vater und ich, meine Anwälte, die werden da die Zwangsvollstreckung betreiben. Ist ja ganz einfach. Aber es bleibt nicht nur bei einer Zwangsvollstreckung, das kann ich dir jetzt schon sagen, da kommt noch mehr auf euch zu. Weil ich sage, okay, entweder wir einigen uns jetzt gütlich und fertig und dazu brauche ich auch keine Anwälte oder wie auch immer, ja, und Ende. 10.000 Euro, wie gesagt, so, außergerichtlicher Vergleich wird geschlossen, ja, und wie gesagt, die Petra unterschreibt, du unterschreibst, ich unterschreibe und dann ist das Thema erledigt, wie gesagt, ganz einfach. Die Pfändungen werden aufgehoben, das wird schriftlich da festgehalten und dann ist das Thema erledigt. Ja, und dein blöder Anwalt, der Benke oder Benneke, der hat gar keine Ahnung, der Idiot. Der will da nur Geld verdienen. Verlass dich drauf. Da stehen sonst drei Anwälte, die stehen da, was ab, aber die Richterin, die will da auch noch was zu sagen, hoffe ich. Und fertig. Ganz einfach. Ne? Du, da wird ganz klar eine Aktenlage entschieden und fertig aus Mickey Maus. Ja, aber wie gesagt, entweder du willst dich jetzt gütlich mit mir einigen oder nicht. Ich sage dir nur 10.000 Euro, wie gesagt, und Feierabend, Ende. Ja, und das ist mein letztes Wort, daran halte ich mich bis morgen und dann ist das Thema für mich vom Tisch. Ganz einfach. So, und dann gebe ich nach Weihnachten grünes Licht. Und bis dato liegt der Haftbefehl vor. Ist ja ganz einfach.